Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Skyblock 3. Ja, ich habe mal versucht, ein bisschen hier rumzustehen, damit dieser schöne Ressourcenspender durchläuft, weil ich habe es natürlich ausprobiert. Außer ich habe da irgendwas nicht begriffen. Aber soweit ich das eigentlich sehe, steht der Tankloaded dort, ne? Also ich habe auch gesehen, dass diese Fässchen hier alle voll waren. Nur der da hat nicht gearbeitet. Also, der will, glaube ich, dann doch, dass man daneben steht. Auf jeden Fall mich dann nicht natürlich unten eingebaut, schön daneben gestanden. Timeout bekommen, ist natürlich klar. Schau ja nicht alle 5 Minuten vorbei, vor allem Nacht nicht, ne? Ob es läuft. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen reduziert. Jetzt habe ich nur noch paar rein. Weil ich habe gesagt, wir brauchen jetzt ein bisschen Aluminium, weil wir haben ja eine Quest, wo wir das erledigen müssen. So, als allererstes ist Verhältnis ist, glaube ich, 3 zu 1. Das heißt, das schmeißen wir jetzt alles wieder rein. So, und dann kommst du rein, dann kommst du rein. Und dann warten wir. Ja, und Aluminium geht ja mal wenigstens schnell. Sehr gut. Und jetzt kann ich noch die reinfeuern. Bis das alles mal durchgeschmolzen ist. Das da kann ich auch noch verbessern, habe ich gesehen. Muss mir da sowieso mal was einfallen lassen. Vielleicht, dass ich den ein wenig tiefer lege. Aber. Werden wir alles schön mitkriegen. So, Molten Aluminium Brass. Genau das Zeug, was wir jetzt wollten. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich irgendwo noch einen Brick rumfliegen? Wobei, ich nehme mal schnell einen Copper Ingot. Wir haben es ja. So, genau. Dann lassen wir es einmal laufen. So, jetzt haben wir ein Iron Casing. Muss ich mal gucken. Das war. True Blacksmith. Ah, genau. Ich brauche ein Ingot auf jeden Fall. Brauche ich sowieso. Na? Er hat es erkannt. Sehr schön. Das heißt, wir haben das schon mal jetzt erledigt. Alumite. Alumite war, soweit ich weiß, Obsidian. Aluminium, Eisen und Obsidian. Genau. Sehr schön. Wir machen jetzt mal als allererstes der Part Chest, das Pattern Chest. Wie gesagt, ich habe noch einen Platz, also machen wir da noch mal eine Pattern Chest. Das ist einfach nur eine Kiste und ein Blank Pattern. Kein Blank Pattern mehr. Auch traurig. So, Pattern Chest, dann stelle ich die erst einmal hier hin. So, dann brauche ich nämlich ja, dann machen wir mal den Tinkers Table. Tinker. War der schon offen? Die Quest? Ja. Also Toolforge, meine ich damit. Für die Toolforge. Toolforge. Na, wo versteckst du dich?
Mal wieder blind. Mal wieder ganz blind. Scheiße. Tool Forge. Dafür brauche ich Electrical Steel Blöcke. Okay. Wie mache ich dich? Den hat er auf. Der wurde auf jeden Fall geändert. Thermal Tinker. Tinker's Construct. Ja, aber es Ender.io. Ich habe noch kein Ender.io, oder? Electrical Steel Ingot. Iron Ingot. Ah, okay, geht mit Immersive Engineering. Mit Silikon, Sand und Eisen. Okay, also das heißt, den Mod muss ich dann auch vorantreiben. Aber an die Toolforge komme ich noch nicht ran. Auch schön. Ich wollte doch mal schnell gucken. Part Builder. Part Chest. Pattern Chest. Stencil Table. Habe ich keinen. Doch, Tool Station. Da sind wir daheim. Nee, aber ich habe keinen. Ich habe keinen so einen. Himmerli. Okay. Aber ich könnte jetzt mal schnell gucken. Und zwar. Hot Chest. Pattern Chest. Ja, da habe ich jetzt auch nicht großartig alles drin. Und Pattern habe ich auch gerade keine. Genau, das war Tinker. Genau, was brauche ich für dich? Ich brauche einfach nur Holz und Sticks. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich vergesse mal, wie einfach, dass man an das Zeug rankommen kann. So, vor allem mittlerweile, ne? War ja auch mal nicht so. So, also das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall den Blank Cast, habe ich. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir mal als erstes die zwei Sachen. Und was ich auch gleich noch mache, ist dasselbe Pendant in Dick. Also das heißt, das Tough. Das normale. So, dann brauche ich noch den Pattern. Kennt das, wenn dir die Nase kribbelt und man eigentlich meint, man muss alle 5 Sekunden muss sofort niesen und dann will nicht? Nee, so fühle ich mich gerade. So, okay, also, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir Pattern, Cell Pattern. Moment, da gab es doch noch was für Gears, ne? Da muss ich einfach nur... Gear reinlegen. Geht das auch mit dem Holzgier? Weil da sehe ich sowas nicht.
So. 1000 Formen gibt es. Moment. Hier. Oh, das ist das Falsche. Ja, natürlich. Dam. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal Holz. Ist das jetzt ultra billig oder schon ein bisschen aufwendiger? Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Nein, es ist noch billiger. Okay. Ich habe schon gedacht. Ich muss mich anstrengen. Nein. Einzige, was ich mich anstrengen muss, ist das Rezept angucken. Okay, aber es geht nicht. Obwohl er hinschreibt, geht. Geht nicht. Ah, das ist ein. Ah, das ist Serious Stone. Ah! Ah, jetzt, ja, man. Vielleicht sollte man alles mal angucken und nicht nur die Hälfte. So. Kann jetzt ein Stone hier? Ja! Hätte mich auch gewundert. Das Holz geht. Aber wenn immer das geht. Ah, das geht nur mit Gold. Okay. Und dann halt momentan nicht. Kann ich dich da reinschmeißen? Nein. Jetzt sehe ich mich ja wegschmeißen gleich, ne? Wenn ich jetzt dann feststelle, dass ich es nicht verwenden kann, weil ja, ich brauche dann dafür Gold. Also einen normalen, dann einen Tough. Achso, ja, ich blind. Und du? Dann du? Und noch du? So, dann können wir hier die Sachen wieder reinfeuern. Ich brauche auf jeden Fall dann keine Sorgen haben, dass mir das Aluminiumpress so schnell ausgeht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sinn macht, hier einen Hammer zu bauen. Ja, mal gucken. So, also. Tool Rod. Tough Rod. Binding. Desta. So, und dann hätte ich gesagt, wir gießen mal da was raus. Machen wir ein bisschen Blöcke gießen. Lustige ist. Achso, ne, er wandelt noch um. Man sieht es ja, es wird weniger. Sehr schön. So, wir gießen nochmal einen raus. Haben wir auf jeden Fall mal. Ein bisschen was da. So, wie weit bist du? Jo. Also ich habe glaube ich 5 Stück von denen rein. Wie gesagt, ein bisschen Gold sind wir dann auch noch am machen. Das wird alles super. So, das heißt für mich, ich tue jetzt erstmal das da hier rein und das Aluminium Press auch. Einfach weil ich es kann. So.
dann hätte ich mal gesagt, ja, ich habe natürlich hier leichte Problemchen langsam mit dem Platz. Das heißt, wir setzen mal ein paar Fässchen hin. So. Dann habe ich jetzt noch einen, den kann ich ja noch aufstellen. Ah, sogar hier. Perfekt. Dann hätte ich gesagt, ich brauche es jetzt nicht anpflanzen gleich alles, aber ich kann schon mal wenigstens die Rohstoffe wegtun. So. Genau, Soja. Soja hätte ich gesagt, kommt in die Reihe. Komm, nimm alles mit. So, dann haben wir Oats. Wo macht ein Oats am meisten Sinn? Ach komm. Oats hauen wir hier hin. Gigapickle, das ist keine Soja. Das ist Soja. Du kommst hier hin. Dann haben wir dieses Gigapickle. Du kommst hier hin. Dann haben wir Bohnen, die kommen hier hin. Sesam. Dann haben wir Bambussprossen. Dann haben wir noch Mais. Reis habe ich auch noch. Habe ich da noch Platz? Ja, ganz vorne. Fangen wir hier an. Also kommt dann Reis hin. Spargel. Und das müsste Lauch sein. Oder Frühlingszwiebeln. Eins von beiden. Okay. So, dann hätte ich gesagt, ziehen wir mal noch die nächsten Sachen. Ah ja, apropos. Bin ja beim Ressourcenherstellen gewesen und habe festgestellt, dass mir noch zwei Sets gefehlt haben. Und zwar der Fluffy Puff und der Industriehemp. Da war ich dann ja ein bisschen Gras machen. Darum sind auch alle Blümchen weg. Weil ich mit Horn of the Wild irgendwann arbeiten musste, weil sonst wäre ich, glaube ich, irre geworden. Hat nur eine halbe Stunde gedauert, bis ich auch wirklich die letzten zwei Seeds hatte. Und die habe ich natürlich dann auch gleich hochgezüchtet auf 10, 10, 10. Sind auch hier dann drin. Genau, dass wir alle haben. Das wollen wir ja nicht unterschlagen. So, dann hätte ich gesagt, wir sind beim Farming. Das heißt, der nächste ist der Celery. Für ein Celery brauche ich Seeds und Soja. Soja und der normale Seed, der müsste hier drin sein. Die Skanne brauche ich dann auch. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Wir gießen mal kurz. Dann kommst du weg. Dann brauche ich meinen Cutter. So, als erstes kommen wieder die Crops. Dann kommt das Gießen. Du kommst auch weg. So, wir müssten alles haben. So, hoffen wir, dass das schnell geht, sagte er und war fertig. Doch schön. Ist doch mal schön, wenn es schnell geht, ne? Jetzt haben wir Latches und Leak. Dafür brauche ich Sojabohnen und Sellerie. Ja, ich habe es mir fast gedacht. 665. Ja, macht natürlich für mich jetzt erstmal Sinn. Also Soja, Bohnen, zwei lassen wir da. Den Seed schmeißen wir hier rein.
Und den Weed auch. Ah, die Kaffeebohnen habe ich noch übersehen. Okay. Das heißt, wir müssen schnell den auch noch hochjagen. Aber das geht bei einem ziemlich schnell. Perfekt. Also das geht ab und zu so schnell, das ist der Wahnsinn. Ab und zu dauert es ewig. So, ich schaue mir mal die Pflanze an. Das ist eine 665, 776 oder 777 wäre am besten. 968, okay. Kann man nicht meckern. So. Ich könnte mal als nächstes noch ein paar 665, also die ist wirklich schon jetzt extrem gestiegen. Eins, na, war ja klar. Okay. So, dann haben wir nochmal einen Sellerie. Jetzt sind wir jetzt auf 10, 10, 8. Okay. Aber wie gesagt, geht schnell. Aber man muss ihn halt wenigstens so weit gekriegt haben, dass er auf, ja, auf 5 und 5 ist, weil dann ist das eine Sache von Minuten und nicht von Stunden. Aber wenn wir jetzt Glück haben, ist das jetzt sogar schon 10, 10, 10. Nein, eine 10, 19. Komm, wir probieren es nochmal. Derzeit gehen wir mal schnell schlafen. Und eine 10, 10, 10. Perfekt. So, dann kann ich schon mal sagen, die Sellerie kann ich hier hinlegen. Das ist das, was vom Sellerie übrig ist. Das ist den Sellerie, den wo ich vernichten kann. Das ist auch das Sellerie, den ich vernichten kann. Das ist auch das Sellerie, den ich vernichten kann. So, dann habe ich jetzt hier mein 10, 10, 10. Der wird jetzt zweimal hochge-, nein, dreimal sogar hochgezüchtet. Dann einer bleibt da, 12 kommen da rein. Einmal in den Rand entlang. Einmal hochzüchten. So, komm, danke. Schaut so aus, als wäre es der nächste. Jawohl, das ist der Salat. Und jetzt haben wir noch Leek. Und dafür brauche ich Scallion und Celery. Das ist hervorragend. Dann die Sojabohnen, die waren hier. Brauche ich dafür? Scallion. Richtig hier?
Sehr lang. Das wäre peinlich gewesen, wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte. So, wir haben jetzt hier eine 565. Und einen Leak haben wir auch. Und wir haben die nächste Questreihe auch fertig. So, dann kommen da jetzt die rein. Da haben wir auch sehr viel wieder. Ah, Mist. Das Sellerie kommt hier hin. Und das da kommt hier hin. Jawohl, wir haben jetzt Leak. Die zwei haben wir zum Hochzüchten. So, was wäre denn jetzt die nächste Stufe? Tier 8. Oh, das sind jetzt dann schon wieder mehrere. Und ich vermute, dass ich die zwei Seeds dazu brauche. Das heißt, ich werde immer wieder dann bis zum nächsten Mal hochzüchten. Dann können wir nämlich ganz normal so erst einmal weitermachen mit den nächsten vier Stufen. So, was macht jetzt am meisten Sinn, dass ich es mache? Ach ja, genau. Ich habe mir mal, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Da habe ich ja eigentlich alles schon gezeigt. Da habe ich mich aber auch schlau gemacht. Da könnte man mal gucken, ob wir den Heater hinkriegen. Und zwar das da. Ich habe jetzt das Casing hin. Und wie ihr seht, ist jetzt auch Flüssigkeit drin. Und zwar Lava, weil Manylin nur mit Lava arbeitet. Aber wir haben ja von Factory Tech, da habe ich nur das letzte Mal nicht dran gedacht, einen Tank und diesen Extraction Pump genommen. Das heißt, man klickt hier einfach den Lava-Eimer rein und der füllt ihn rein. Einfach. Einfach und sehr schön. Und falls ihr euch da auch mir noch Tipps gegeben habt, da schon mal danke für. Auch wenn ich es leider noch nicht ganz gelesen habe, weil, ja, ich war mal wieder schneller, aber das kennt man ja mittlerweile, ne? Aber, wie gesagt, wenn ihr sowas schreibt, hilft mir immer weiter. Vielleicht habt ihr mir andere Mods hingeschrieben, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Genau. Das Ding ist einfach nur geil. Also wir haben jetzt eine HU von 2324, 310 und 5476. Wie ihr seht, ne, ist jetzt hier auch ein Basic Drawer da, ne, der wo jetzt alles drin ist, weil, ja, da kannst du mal stackweise reinschmeißen. Könnt mir mal schnell, genau, wir machen mal schnell das da. Ah, ich hab nur noch zwei, okay. Ich nehme mir mal ein Stack Gunpowder. Ah, das, hau ich mal schnell rein. Zack. Drei Stacks fertig. Ist das geil oder ist das geil? Das ist geil. So, ich hole mir nochmal ein Stack Gunpowder. Weil das da und das da zwei Stacks Redstone ergeben. Und um an Glowstone ranzukommen, weil das ist das Einzige, was ich noch nicht so viel habe, ist das Verhältnis jetzt 4:2, also die Hälfte. Dann schmeißen wir es mal so rein. Und das Ding ist auch in Windeseile voll. So, nochmal, zack, zack. Und noch mal ein bisschen was. Sonst sind wir bei 355. Einfach nur genial. Okay. So, dann haben wir das auch fertig. Dann genau, habe ich mal getestet, weil mit Lava kann man es gut testen. Habe ich mal den Tank hingemacht. Aufheben kann man den nicht. Aber wenn ich ihn abbaue, ist er weg. Also das heißt, wenn ich dann hier was mache, entweder muss... Ah, Moment einmal.
Dann ein Mod, Ender Tank. Dafür brauche ich Blaze Rods. Wie komme ich an Blaze Rods ran? Ich habe da so eine ganz böse Vermutung. Ein Compactor habe ich noch nicht. Molten Core. Ja, ich glaube noch nicht, dass ich diese Cores habe. Diese Herzchen. Kann er gerne mal gucken. Nee. Doch. Ha! 4 Stück. Cool. Kann man die züchten? Ja, irgendwann ist mir klar. Factory Tech, Entity Place, Mob Disassembler. Aha. Zerlegt er dann die Mobs? Seine Einzelteile? Hört sich so an. Okay. Ja. Genau. Also, wir brauchen jetzt. Ja, okay, ich brauche 2. Into Fire. Ja, es macht am meisten Sinn, dass ich dann die 2 Tanks baue, ne? Das ist der Ender Bucket und der Ender Tank. Jetzt, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar, genau, hier. Und zwar, ich habe jetzt hier einmal den Ender Bucket und den Ender Tank. Ender Tank ist von Ender Tank. Ja, ich habe auch den Ender Tank angeschaut. Hervorragend, Drake, hervorragend. So, brauche ich dann auch für dich? Ah, für dich brauche ich den nicht mal. Das ist sehr schön. Das heißt, ich brauche dich. Ich brauche eine Enderperle. Habe ich die da? Jawohl, habe ich da. Für dich brauche ich auch eine. Habe ich auch da. Dann hätte ich gesagt, diese schönen Molten Cores wieder schön brav zurücklegen. Was man nicht braucht, nimmt man nicht. Auch wenn ich noch einen zweiten Tank eigentlich bauen sollte. So, das heißt, ich brauche einen Eimer, den habe ich einstecken. Ich brauche Obsidian. Ja, es war klar, dass das Zeug oben ist. Ich brauche weiße Wolle. Das liegt auch oben. Ja, ist ja gut. Wenn ich jetzt nicht runtergegangen wäre, wäre alles unten gelegen. So, White Wool. 2 Mal. Ich weiß jetzt, warum, dass ich runter bin. Ich wollte Eisen holen. Und Blaze Powder. Genau, Obsidian. Auch Obsidian. Das war aber, glaube ich, hier irgendwo in dem gelegen. Ach, und wisst ihr was? Ich mache jetzt doch die. Ich mache dann gleich 2. Die muss ich halt dann immer wieder umstellen, aber ist egal. Davon nochmal. Klack. Danke. Dann brauche ich nochmal eine Wolle. Obsidian habe ich schon richtig dabei. Ich brauche nochmal eine Enderperle. Dann haben wir noch da die 3. Dunkel. Ja. Okay. So, dann brauche ich 3 Eisen. Weil ich will diesen Ender Bucket auch bauen. Blaze Powder brauche ich auch 4. Gut, dass ich die vorhin aufgeräumt habe. So, haben wir alles. Ich hoffe. So, dann machen wir einen Ender Tank. Da bauen wir gleich 2. Und einen Ender Bucket. Okay, dann haben wir
zwei Quests eigentlich abgeschlossen. Genau. Heute tun wir ein wenig Quests vorantreiben. Was benötige ich eigentlich für den Ender Link Chest? Ah, das ist Multi-Storage. Enderlink Test. Ah, okay, da brauche ich auch Blaze Powder. Das heißt, ich muss irgendwann mal die Falle da hinten verbessern. dass man da auch, ja, dass da automatische Skills und so weiter auch und so fort auch rauskommen. Das heißt, ich muss Botania vorantreiben, weil ich brauche dann die Hopperhock. Ja. Das heißt, da muss ich auch noch mich verbessern. Die Bäumchen finde ich ja total super, aber ich finde hier total nervend. Die muss ich auch mal umstellen. Und eigentlich müsste ich das Zeug nach unten verfrachten. Weil das ist eigentlich alles, was man unten macht. Ne? So, ich habe, wie gesagt, es sind insgesamt 5 Stück gewesen. Jetzt habe ich noch 2 drin. Die 2 nehme ich sogar mal raus. Und jetzt dump ich und dann. Gott, Gold ist genau 281. Ja. Ich soll nicht meckern. Ja, mein Problem wird jetzt sein, dass ich Aluminium noch nicht unten habe. Ja, klasse. Aber mach mal schnell. Ich habe hoffentlich alles da. Oder wenigstens in der Nähe. So, dafür brauche ich 8. Klack. Klack. Davon brauche ich 6. Klack. Ja. Da muss ich sowieso hinter. Kann ich auch alles holen. Mal Redstone. So, und derzeit tun wir das da mal weg. Und zwar mal Eisen. Energie treibt den Kolben an. So, haben wir das. Dann davon 5. Mist. Wäre nicht dran gedacht. Dann da. Und dann habe ich einen kompakten Floor. So, du kommst dann hier hin. Und du verschwindest von hier und gehst dahin. So, und ich hätte gesagt, Charcoal, dahin, du gehst dahin, dann brauche ich schnell den Schlüssel. Und dann kommt das Aluminium da rein, perfekt, alles aufgeräumt. Also wenn ich das hier durchhaue, ne? Also da bräuchte ich auf jeden Fall von diesen Towern mindestens 2 oder 3 Stück. Alles andere macht keinen Sinn, aber dann müssten die eigentlich wirklich auch runter. So, ich wollte jetzt noch gucken, ich habe glaube ich alle 3 Sachen da rein, oder nicht? Genau. Wie habe ich drin?
63 Ingots. Und das ist der Madeline Hitter. Okay. Das heißt, ich brauche 2 Redstone. Dann 16. 22 davon. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Ach so, genau, da waren die 2 Redstone. Klack und klack. Klack, klack. Und ich habe den Manilin Heater Provider. So, und jetzt brauche ich nochmal aus der Abteilung das da. Wenn noch ein Tank irgendwo rumflacken. Habe ich hier einen Tank drin? Tank? Ein Tank? Ein Tank, der wird doch wohl nicht so teuer sein, oder? Da ist er. 6 Eisen und 2 Pipes. Für die Pipes bei 3 Kupfer. Okay, also 3 Kupfer, 6 Ingots. Ich vermute sogar, dass ich der Pipe, hinten noch Pipes liegen habe. Perfekt. Na, habe ich welche hinten liegen? Ja. 2 hätte ich gehabt, aber ist egal. Kann man immer da brauchen. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, was ich überhaupt vorhab. Ja, aber momentan ist ja hier die Quelle. Eine Fackel. der geht natürlich nicht so. Das heißt, ich muss nochmal schnell runter. Das heißt, ich brauche nochmal 8 Manilin? Nein. Für den Frame brauche ich genau das Gear. Also brauchen wir 12 und ein Eisen. Und ich hoffe, dass das so klappt, was ich jetzt vorhabe. So, das heißt, wir machen hier das Gear. Dann haben wir jetzt das Casing. Ich finde es total toll, dass man so schnell das an das Zeug rankommt. So, und das Casing. Dann den Heater. Ja, momentan ist Heat halt nicht drin. Und wenn man Manilin hat, dann braucht man halt Lava. Geht nicht anders. So, nehmen wir. Hauen wir mal rein. Ja. Sehr schöner Vorführeffekt. Ja, aber jetzt habe ich 31 Heat Sources dort. Das heißt jetzt eigentlich, ich müsste mal schnell nochmal gucken, ob ich noch 2 Sachen unten habe. Davon habe ich keinen. Den habe ich noch hier rumstehen. Das kommt mal auch weg. Das wäre jetzt natürlich ein schönes Mobile. Wenn das klappt. Ich weiß es nicht, ob der auch von anderen Mods rauszieht.
was er tut. So, das heißt, wir haben jetzt hier nichts drin. Hier sicher wieder nichts. So, das heißt, wir haben 971 davon drin. Aber er braucht die ganze Zeit so für den Crucible, genau. Ja, Ed Sky wäre schon richtig gewesen. Für den Crucible gibt es ja den Inserter, das heißt, die brauchen Dropper. Den bauen wir jetzt auch noch schnell. Das heißt, ich brauche jetzt einen Redstone. Bin mal gespannt, weil ich so beschleunigt werde, dass ich da nicht mehr dran, nicht mehr Ding und dann gibt ihm mach. So, dann habe ich davon brauche ich 6. Für den Dropper brauche ich 8 Cobbles, glaube ich. 1,7. Ich behaupte jetzt mal irgendwie, ich brauche 7. So, ein Dropper. Kommst du? Crucible Inserter. Kommst du nämlich da drauf? Jetzt schmeiße ich dich mal da rein. Ja? Und wie man sieht, in der Haut, das waren 10 Stück. 6. Also der Hitter, der ballert da richtig mal Hitze weg. Da sind jetzt 4000 drin und da sind jetzt gleich 24.000 drin. Das heißt also, ich kann immer auch jetzt mir mal Lava holen und mal da was reinpacken. Genau, haben wir nämlich auch mal automatisiert. So, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Soja gemacht. Wir haben an der Schmelze rumgebastelt und wir haben das mal hier automatisiert. Dann machen wir mal wieder einen Screenshot für das Thumbnail. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare. Und sonst bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.